Das ist eine T3 Feuerwehr, Baujahr 85. Rostschäden beseitigen, die Auspuffanlage haarfähig gemacht werden und es gibt ein paar Verschleißteile. Also das sind hier eigentlich die massivsten Schäden. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis. Aber irgendein Schwachmat hat sie nicht richtig montiert. Jetzt ist die Auspuffanlage dran. Das hatte ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt. Hallo zu Teil 6 meiner Serie, wie ich diesen T3 wieder auf die Straße bringen möchte. Ja, im letzten Teil habt ihr es schon gesehen. Es gab dann doch große Probleme mit der Auspuffanlage. Bolzen an den Köpfen abgerissen. Das bedeutete Köpfe runter und noch viel, viel mehr hat mich erwartet. Inzwischen habe ich den Motor wieder eingebaut. Und wie es dazu gekommen ist, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Und ob er anspringt oder nicht, erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Ja, nachdem wir jetzt bei der Demontage der Auspuffanlage blöderweise fast alle Bolzen an den Zylinderköpfen abgerissen sind und ich noch zwei gut gebrauchte Zylinderköpfe liegen habe, habe ich mich entschlossen, die bestehenden zu demontieren. Damit ich da dran komme, muss ich natürlich erstmal die ganzen Anbauteile wie Ansaugbrücke und Wasserschläuche abbauen. Ich habe jetzt den Zylinderkopf freigelegt. Der Ausbau der Zylinderköpfe gestaltete sich dann doch nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das größte Problem war aber, dass die Laufbuchsen der Zylinder an den Zylinderkopf hängen geblieben sind. Und ja, dann war die Entscheidung eigentlich schnell gefallen, dass ich den Motor ausbauen werde, um mir das Ganze dann in Ruhe anzuschauen und vernünftig zu überarbeiten. Alles im Leben hat ja seinen Sinn. Meine Begeisterung darüber, dass ich den Motor jetzt hier halb zerlegen muss und ausbauen muss, hält sich ja stark in Grenzen. Aber eigentlich bin ich dann froh, dass es doch so gekommen ist. Hier sitzen die Hydrostößel und die habe ich jetzt rausgeholt, um zu überprüfen, ob die in Ordnung sind und eventuell entlüftet werden müssen. Und hier der letzte Hydrostößel, den ich rausziehe, da kommt mir dann erstmal nur der Kolben entgegen. Und da muss ich feststellen, dass der defekt ist. Man sieht das hier. Hier ist aus dem Kragen etwas rausgebrochen, was dann dafür gesorgt hat, dass sich diese Klammern verabschiedet haben. Sehr lästig. Die liegen jetzt irgendwo im Motor. Das ist nicht schön. Ich hoffe, dass sie keinen Schaden anrichten. Ich werde versuchen, eine Ölablassschraube einzusetzen mit Magneten, in der Hoffnung, dass es dann mal irgendwann dahin gespült wird und wieder rauskommt. Ja, bedeutet zum einen natürlich, dass ich den Hydrostößel hier wegschmeißen muss. Zum anderen bedeutet das, dass der hat ja nicht mehr gearbeitet, dass ich auf diese Art und Weise einen Fehler entdeckt habe. Ja, und ich habe, Gott sei Dank, habe ich noch Ersatz von dem Ersatzmotor, den ich rumliegen habe. Jetzt muss ich mal gucken. Die müssen aber entlüftet werden, weil wenn man hier drauf drückt, dann darf sich das nicht bewegen. Das tun sie aber in diesem Fall. Kann man aber entlüften, eventuell gucke ich aber auch, ob ich direkt neue bestelle und die dann stattdessen einsetze. Aber eigentlich will ich den Motor nicht revidieren, das möchte ich mit dem Ersatzmotor machen, den ich da liegen habe, in Ruhe, irgendwann im Laufe der nächsten Zeit. Hier haben wir zwei Laufbuchsen. Wie ihr seht, habe ich die beschriftet, damit ich weiß, zu welchem Zylinder sie gehören. Und bevor ich die wieder einsetze, möchte ich sie natürlich so gut wie möglich sauber machen. Das ist wichtig, damit die Passform wieder da ist und das Ganze auch dicht wird. Ich zeige euch jetzt als erstes mal eine unbearbeitete Laufbuchse, so wie ich sie ausgebaut habe. Man sieht hier ganz gut, das ist alles schon so ein bisschen modrig, obwohl ich das jetzt schon abgeputzt habe und einmal sauber gemacht habe. Und zudem haben wir hier auch noch die alten Dichtungen drin. Es gibt verschiedene Methoden, das zu machen. Ich habe eine Strahlkabine und habe mich dazu entschieden, das Ganze mit Nussschalengranulat zu machen. Und jetzt zeige ich euch mal die bearbeitete Laufbuchse. Da seht ihr, das Schwarze ist hier raus, also die ganzen Rußablagerungen. Und hier an den Rändern ist es auch ziemlich sauber. Die Dichtung habe ich natürlich jetzt rausgenommen. Da kommen neue Dichtungen rein, das ist ja selbstverständlich. Aber ihr seht auch die Grenzen von Nussgranulat. Nussgranulat ist nicht in der Lage, Rost zu entfernen oder die Oberfläche wieder blank zu machen. Aber das will ich ja auf gar keinen Fall, weil die Gefahr ja viel zu groß wäre, dass die Zylinderlaufflächen Schaden nehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Glasperlen strahlen würde. Dann müsste ich das nochmal neu honen lassen und. Macht gar keinen Sinn, weil der Hohnschliff sieht noch sehr gut aus. Bevor ich jetzt die Dichtungen einsetze, möchte ich noch ein Wort zu dem Kreuzschliff des Hohnbildes loswerden.
Es gibt im Netz viele Videos und auch Werkzeug für kleines Geld, um selber einen Zylinder zu honen. Ich bin gelernter Zerspaner, lass da die Finger von. Das ist rausgeschmissenes Geld, Nonsens und erfüllt nicht seinen Zweck. In einem Zylinder muss der Hohnschliff in einem bestimmten Winkel erfolgen. Das kann man nur maschinell machen. Und wenn man hier reinschaut, ich nehme an, das kann man jetzt in der Kamera nicht so gut sehen, aber dann sieht man, dass der Hohnschliff eben auch in einem bestimmten Winkel vorgenommen wurde ab Werk. Wenn man das nicht macht, wenn man das versucht aus der Hand zu machen, indem man die Bohrmaschine oder den Akkuschrauber auf und ab bewegt, dann stimmt der Winkel nicht und es bringt nichts. Denn der Winkel ist ja wichtig, damit das Öl, was reingepumpt wird, wieder richtig abläuft. Wenn ihr einen Zylinder holen wollt oder müsst, lasst das bitte beim Motorenbauer oder beim Zerspaner machen, der das entsprechende Know-how und die entsprechenden Maschinen hat. So, bevor ich jetzt die Dichtungen einsetze, sprühe ich das schön alles mit Silikon. Der Motor ist jetzt soweit vorbereitet, dass ich die Laufbuchsen wieder einsetzen kann. Ich mache das, obwohl die Kolben noch drauf sind. Es werden viele von euch sagen, das macht man so nicht, das weiß ich auch. Aber da ich den Motor nicht ewig drin lassen werde, werde ich ihn so zusammensetzen, weil der Aufwand geringer ist. Bevor ich die Laufbuchse einsetze, habe ich hier natürlich alles sauber gemacht, insbesondere unten die Auflagefläche. Habe hier schon mal geölt. Hier ist eine neue Dichtung drin. Und jetzt mache ich aber noch ein bisschen Dichtmasse drauf. Sehen, was du mal, wenn du arbeitest. Kabulabu. Scheint wieder so funktioniert zu haben, weil er ist jetzt wieder zusammengegangen. Ja. Los, lass los. Ja. Wer das auf die Art und Weise machen will, wie ich das mache, braucht vor allem ein bisschen Geduld. Das ist sehr wichtig, damit ihr nichts kaputt macht. Der nächste Schritt ist jetzt, die anderen Kolben auf OT zu bringen. Und dann geht es weiter. Und dann wird es lästigerweise noch enger und noch schwieriger. Es kann sein, dass ich das dann mit diesem selbstgemachten Spannriegen mache. Damit hatte ich ursprünglich geübt. Damit hat es ganz gut funktioniert. So, die Laufbuchsen sind drin. Zunächst setze ich mal die neuen Zylinderkopfdichtungen ein. Dafür habe ich hier wieder ein bisschen Öl reingegeben. Ich werde jetzt den ersten Zylinderkopf aufsetzen. Dafür setze ich zunächst mal die Dichtung auf. Zusätzlich muss auf der Gummidichtung auch das von VW freigegebene Silikon aufgetragen werden. Ich habe den Kopf jetzt aufgebracht. Danach habe ich die Stehbolzen und Hutmutter mit der entsprechenden Dichtmasse versehen, die Hutmuttern entsprechend der Reihenfolge aufgesetzt, vorgespannt und dann mit dem Drehmomentschlüssel festgezogen. Als nächstes montiere ich die Wasserpumpe. Jetzt werde ich noch das Rohr montieren, was hier drauf gehört. Das habe ich mir neu besorgt in VA-Stahl, was natürlich den charmanten Vorteil hat, dass dieses Rohr definitiv den Motor überleben wird. Von einer Motorrevision bin ich natürlich jetzt weit entfernt. Ist zum jetzigen Zeitpunkt aber auch nicht das Ziel. Jetzt möchte ich die Feuerwehr zurück auf die Straße bringen, nicht mehr und nicht weniger. Die wichtigsten Teile habe ich jetzt zunächst überholt, damit der Motor wieder läuft. Dazu zählen auch die Zylinderköpfe, die ich auch nochmal Nussschalen gestrahlt habe. Wenn ihr die Motortraverse wieder montiert, achtet darauf,
Hier oben sind Pfeile eingestanzt. Die müssen in Fahrtrichtung zeigen. Einige Arbeitsstunden später ist der Motor dann endlich wieder komplettiert und eingebaut. Und dann wird's spannend. Bevor ich den Motor versuche zu starten, werde ich jetzt ein bisschen Öldruck aufbauen. Das heißt, ich werde ihn ohne Zündung durchdrehen lassen. Und danach werde ich ihn versuchen zu starten. Außerdem brauche ich Sprit vorne in den Vergaser rein. Dafür muss ich ihn halt auch ein paar Mal orgeln lassen. Ja, wie man hört, läuft er natürlich viel zu hoch. Das liegt daran, dass er überhaupt nicht eingestellt ist. Aber er läuft, das ist erstmal das Wichtigste überhaupt. Und er ist sofort angesprungen. Das begeistert mich doch sehr. Ja, und wie es damit weitergeht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.